nach Hause. Stella? Stella? Jabu glaubt, dass er die Familie von Löwenbaby heute gesehen hat. Vielleicht nehmen sie ihn ja wieder zurück. Nein, jetzt noch nicht. Ja, ich weiß, Tschütschenlein, aber weißt du, meinst du nicht, dass er es schöner findet bei seiner Mama, bei seiner Familie? Oh, Baby, Baby, komm, hilf mir. Ja? Ja. Baby, Baby. Das verdeckt den Menschengeruch. Hm? Nehmen. Dann hätte ich einen Vater. Dann wären wir eine richtige Familie. Mama, sag doch mal, warum nicht? Ich verstehe gar nicht, was du überhaupt in Europa willst. Oh, Mama! Ich will halt einfach was sehen von der Welt. Und nur weil du hier nicht weggekommen bist, heißt es doch nicht, dass ich hier versauern muss. Was soll das denn heißen? Stimmt doch. Chichi, ich verstehe deine Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Warum lässt du mich dann nicht gehen? Ha? Wir haben kein Geld für Europa. Es tut mir leid, Stella. Ich wünschte, es wäre anders. Ist okay. Vergiss es einfach. Wusstest du denn immer, was du im Leben wolltest? Ja. Was denn? Ich wollte dich. Friede, Friede. Mann. Thank you.
kannst sie nicht ewig hier behalten. Ach, Chabu, das ist doch völlig außer Frage. Natürlich soll sie studieren. Ich weiß ja noch gar nicht, was. Ja, und wenn sie es mal weiß, kann sie das genauso gut in Kapstadt oder in Johannesburg. Ach, diesen Spleen hat sie von den Touris. Sie hat ein völlig falsches Bild von Europa. Sie muss sich ihr eigenes Bild machen, Clara. Du kannst nicht verlangen, dass sie deine Weltanschauung übernimmt. Du hast dich für dieses Leben doch auch bewusst entschieden. Aber ich habe Angst, dass meine Kleine weggeht. Sie ist stark, Clara. Aber ohne Erfahrung, Widerstände und ein paar Mal auf die Schnauze zu fallen, bleibt man schwach. Du musst dir die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dir ein alter, weiser Mann wohnt, der in dieser unwiderstehlichen Verpackung wiedergeboren wurde. African Highveld. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Clara Wagner von Claras Wildlife Tours. Und ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Jabu und meine Tochter Stella werden Sie jetzt zu Ihren Unterkünften begleiten, können sich frisch machen, ein bisschen erholen. Und in ungefähr einer Stunde werden wir Dinner haben. Und morgen fahren wir dann alle zusammen auf Safari zum ersten Camp. Ja? Danke. Wunderbar. Nach den Damen. So schön. Willkommen. Danke. Es ist ein herrliches Licht hier. Schön, dass Sie da sind. Ja, wunderschön. Oh, ich freue mich hier so. Carlo Winter. Clara Wagner. War nicht einfach, dich zu finden. Jabu. Ja? Kennt Mama den? Nein, ich glaube nicht. Du rauchst ja immer noch. Ja, manchmal. Wenn ich aufgeregt bin. Und ich reg dich immer noch auf? Carlo, ich habe ein neues Leben. Ich bin Clara Wagner. Dein Vater stirbt, Clarissa. War das gerade Mama, die weggefahren ist? Carlo Winter musste plötzlich weg. Clara fährt ihn zum Flughafen. Ich glaube, das Beste wird sein, ich breche mit dem Trupp zu Fuß auf und ihr beide kommt dann nach. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dein Vater weiß, dass in den Minen wieder gearbeitet wird. Ist gut möglich, dass Konstantin hinter seinem Rücken operiert, in seine eigene Tasche wirtschaftet. Carlo, ich habe mit dieser Familie seit 18 Jahren nichts mehr zu tun. Was geht mich das an? Weißt du, unter welchen Umständen die Schwarzen in den Minen arbeiten? Na klar, weiß ich. Und die mangelnden Sicherheitsstandards? Weshalb die Mine auch damals offiziell stillgelegt wurde. Seit ich an der Geschichte dran bin, hat es zwei tödliche Unfälle gegeben, von denen nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Ja, aber dann schreib das doch. Das ist doch gut. Das interessiert in Europa niemanden. Dann die Geschichte ist nicht groß genug. Ich brauche Beweise für den Schmuggel der Diamanten. Ich brauche dich. Ich brauche Zutritt zu deiner Familie. Ach, Carlo. Glaubst du denn an nichts mehr, wofür wir früher gekämpft haben? Ich habe eine Tochter. Fahr hin. Bitte. Sie ist übrigens sehr gut gelungen. Ja, finde ich auch. Thank you.
Warte, Mama, ich bin's nochmal. Ich mache mir langsam echt ein bisschen Sorgen. Also ruf mich mal zurück, ja? Ist das die Tasche Ihrer Mutter? Ja. Wahrscheinlich hätte sie gewollt, dass wir es der Wohlfahrt geben. Hallo? Larissa, ich bin's, Carlo. Sag mal, du hättest dich wenigstens melden können, auch wenn du nicht kommst. Hallo? Wer ist denn da? War das? Der wollte eine Clarissa sprechen. Clarissa? Ich glaube, das war der Mann, der hier war. Den Mama zum Flughafen gebracht hat. Clarissa Dorothee Victoria Löwenthal. Österreich. Ich habe den Namen noch nie gehört. Mama ist in Johannesburg geboren. Ein Ticket nach Europa. Nach Wien? Was ist das? Ein Schlüssel zu einem Bankschließfach. B13. Danke. Musik.
gehört, er ist nicht gestorben, als ich zwei war. Der ist einfach unbekannt. Den hat sie auch erfunden. Das war echt alles gelogen. Nicht alles. Nicht, was zählt. Sie hat mich belogen, Jabu. Man, die hat uns beide belogen. Ich bin sicher, sie war in ihrem Wesen ehrlich. Deswegen soll ich das jetzt alles vergessen, oder was? Ja. Darf ich? Sieht nicht wie nachgemacht aus. Das ist echt. Familie Löwenthal in Eichberg. Die wissen bestimmt, wer mein Vater ist. Vielleicht ist es ja dieser Typ, der hier war. Ich muss wenigstens wissen, warum Mama nach Österreich wollte. Warum die uns beiden von denen nie was erzählt hat. Jabu, bitte versteh mich. Heute haben wir Felder in der Steiermark. Steig auf. Okay. Danke. Kennst du die Löwentals? Sicher. Und wie sind die so? Anders. Anders? Ja. Anders als wer? Als das Volk. Ich dachte, Volksstämme sind in Europa überhaupt kein Thema. Wo kommst denn du her? Aus Afrika. Ja. Was willst du von denen? Sie kennenlernen? Im Moment feiern sie Taufe, unten in Eichberg. Endstation. Ja. Familie Löwenthal wohnt hier? Exakt. Wieder zurück? Nein. Na dann. Servus.
hat er denn unterschrieben? Noch nicht, aber der Entwurf ist fertig. Ihnen ist schon klar, dass die Zeit drängt. Mein Onkel kann jeden Moment... Das Problem liegt gegenwärtig in der Natur des Erblassers. Ihr Onkel weigert sich mit mir über seinen bevorstehenden TOD zu sprechen. TOD? Tod? Wer ist tot? Niemand, Poldi. Schau aus dem Fenster. Da, schau. Die Kuh. K.U. Kuh. Oh, viele Kühe. Aber es gibt noch kein Testament. Geht das in Ihren Kopf rein? Wir brauchen ein gültiges Testament mit mir als Haupterben. Wäre auch in Ihrem Interesse, wenn ich das noch so salopp anmerken darf. Nein, nein, ich möchte nur, dass Sie ihm ein bisschen genauer auf die Finger schauen. Die Zahlen sind alles andere als erfreulich, aber mein Neffe lebt weiter auf extrem großem Fuß. Ich rufe Sie später wieder an. Herein! Was ist? Ich sterbe. Ich werde wohl vorher noch ein bisschen telefonieren dürfen. Sie sterben noch nicht. In der Kirche? Schon wieder raus. Wunderbar. Das heißt, wir können nahtlos zum Trinken übergehen. Danke, Daniel. Versteckt auch nicht dein erfolgreicher Politikergatte. Am Himmel über Brüssel. Am Himmel über Brüssel. Das könnte ein Schlager werden, Charlotte. Am Himmel über Brüssel. Lalalala. German. Where are you from? Aus Afrika. So, so, aus Afrika. Unser vorletztes Au-pair kam auch aus Afrika.
hat kein Wort Deutsch gesprochen. Dann hat sie Papis Bentley an den Baum gesetzt. Und schon musste sie wieder zurück nach Afrika. Ging ratzfatz. Soll ich dein Geheimnis verraten? Ja? Das mit dem Bentley war ich. Sie war nämlich immer voll gemein zu uns. Wer bist du? Ich bin Valentin Donatus Albert Meinhard Löwenthal. Und du? Stella. Kannst du noch zu mir sagen? Konstantin. Wo ist denn schon wieder diese Stasi? Ich muss da dran. Sie ist da, wenn man sie braucht. Anastasia! Stasi! Oh. Verstehe es doch bitte. Kleinen Moment. Ich bin gleich bei Ihnen, ja? Es gab ein paar Schwierigkeiten, aber sobald Sie liefern... Jetzt nicht! Nein, natürlich können Sie sich darauf verlassen, dass Sie das Geld bekommen. Ich bin doch nicht ein Pizzaservice, der erst die Pizza bringt und dann kassiert. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre Lieferung sicher und pünktlich zu bekommen, dann halten Sie sich an unsere Abmachung. Ich muss jetzt auflegen. Ich melde mich wieder. Ja? Muss ich mir Sorgen machen? So, alles im Griff, Mutter. Enttäusch mich nicht. Und jetzt kommt. Ihr habt Gäste. Wett, meinen Eltern ist doch gar nicht aufgefallen, dass ich weg bin. Wer ist das? Das ist Papis Cousine, Tante Lotte. Aber sie mögen sich nicht. Mami meint, sie ist komisch, weil sie keine Kinder kriegen kann. Aber ich finde sie total nett. Manchmal gehen wir Eis essen. Ihr Mann ist nie da, der macht Politik. Das ist Papis Bruder. Der macht gar nichts. Der Fotograf würde gerne ein Familienfoto machen jetzt. Wo ist denn Valentin? Ich hab den in der Kirche schon vermisst. Ich dachte, er ist bei dir. Kommt dir ist ja auch nicht aufgefallen, dass er weg ist. Naja, den kriegen wir ja Verstärkung. Das Au-pair kriegt ein Au-pair. Ich bin ja. Ich glaube, das sollte ich mich jetzt blicken lassen. Komm. Oh, da ist er. Kann ich Sie die grünen? So, darf ich euch bitten, dass wir uns... Was du denn? So. Darf ich euch bitten, dass wir uns ein bisschen zusammenstellen? Ein bisschen enger, Augen zu mir und freundlich. Danke, das war's. Das ging ja. Komm, Lotte. Das ist Stella, unser neues Au-pair. Voll nett. Woher haben Sie diese Kette? Das sieht genauso aus wie Sie. Wie wer? Meine Mutter. Clarissa ist meine Zwillingsschwester. Sie ist vor vielen Jahren weg. Wie weg? Verschwunden. Und warum? Hat sie dir denn gar nichts von uns erzählt? Überhaupt nichts. Sie wollte mit dem Leben und der Familie hier nichts zu tun haben. Die Herkunft, die Firma, die Tradition. Sie war dagegen. Gegen Kapitalismus. Anti-Atomkraft, Anti-Rassismus. Vor allem Anti-Albert. Albert ist unser Vater. Einmal hat sie sich sogar am Tag der offenen Tür vor dem Schloss angekettet. Sie wollte anders leben als wir. Und ihr beide... hattet überhaupt keinen Kontakt mehr. Nein.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist aber langsam. Ich nehme es nicht persönlich, aber der alte Pass hier, der reicht wirklich nicht aus. Das ist Clarissas Tochter. Und dein Vater? Ich weiß gar nicht, wer mein Vater ist. Wisst ihr das? Was ich nicht verstehe ist, warum hat sie überhaupt einen neuen Namen angenommen? Ich meine, warum hat sie ein komplett neues Leben angefangen? Wozu das Ganze? Deine Mutter war schon immer die unberechenbarste Person, die ich kenne. Dieser alberne Hass aufs Geld, aufs eigene Milieu. Österreichs verspätete Antwort auf Ulrike Meinhold. Ach, Konstantin, du redest... Ist doch wahr. Immer hat sie ins eigene Nest geschissen. Und diesen linksradikalen Großkotz Carlo mit seinen zerrissenen T-Shirts und dem abgebrochenen Semiotikstudium, den sie uns wie einen Propheten vorführte und man Sorge hatte, dass in dem Moment, wo er das Schloss verließ, eine Bombe hochgehen würde. Herzlich willkommen, Stella. Wenn du dich über deine neue Familie auskotzen willst, dann kannst du das bei mir jederzeit tun. Was ist eigentlich mit eurer Mutter? Sie hat sich in einen französischen Schauspieler verliebt und ist mit ihm nach Argentinien gegangen. Sie war deutsch. Wie alt war der da? 10. Nachdem die Mutter weg war, zog die Schwester unseres Vaters hier ein. Sie sollte ihm helfen, uns zu erziehen. Und brachte ihre unerzogenen Söhne mit. Die hast du ja gerade kennengelernt. Und euer Vater? Unser Vater ist sehr krank. Wir müssen sehen, wie wir dich ihm vorstellen und ob überhaupt. Clarissas Tod wird ihn schwer treffen. Hier. Doch lieber in einem anderen Zimmer schlafen? Nein, hier ist gut. Das ist echt ihr altes Zimmer. Wahnsinn. Seid ihr das? Sieht so glücklich aus. Sie hat ein Talent fürs Glück. Vor allem ihr eigenes. Sie wollte nach Österreich kommen. Wie bitte? Kurz vor dem Unfall hat sie sich ein Ticket gekauft. Vielleicht wollte sie wieder Kontakt aufnehmen. Jemand, der einen neuen Namen annimmt und seiner Tochter eine Biografie erfindet, der kehrt nicht einfach so zurück. Du weißt nicht, was sie wollte? Keine Ahnung. Ich lasse dir etwas zu essen bringen. Du wirst sicher müde sein von der Reise und möchtest schlafen. Wann genau ist sie eigentlich hier weggegangen? Sommer 93. Ich bin am 2. Dezember 93 in Johannesburg geboren. Dann war sie schon schwanger, als sie hier weggegangen ist. Und du hast das nicht gewusst? Du bist uns hier jederzeit herzlich willkommen, Stella. Solange du möchtest. Ich habe mit Siebert gesprochen. Theoretisch kann sie Ansprüche erheben. Lass mich raten. Es liegt im Ermessen des Erblassers, waren seine wie üblich präzisen Worte. Albert bringt es fertig und setzt sie als Haupterbin ein. Das Kind seiner Lieblingstochter. Du weißt, wie unberechenbar er geworden ist seit seiner Krankheit. Mein Vorschlag, wir machen ihr ein großzügiges Angebot und setzen sie auf das nächste Flugzeug in den dunklen Kontinent. Und mein Bruder bleibt von der ganzen Geschichte verschont. Ich glaube nicht, dass sie Geld will.
Sondern? Was weiß ich. Uns kennenlernen. Wir sind Familie. Nein, wir sind nicht Familie. Ihre Mutter hat sich vor 20 Jahren gegen die Familie entschieden. Angikam vanam yasya vachikam sarvahayam chanditaradik. Schläft immer noch. Eine lange Reise hinter sich. Ach. Ivana! Brüll nicht so! Du kümmerst dich heute mal um unseren neuen Zuwachs, ja? Ein bisschen shoppen, meinst du? Beschäftige sie einfach, wenn möglich, ohne ein Vermögen auszugeben. Ich will sie nicht in der Nähe des Alten haben. Nach dem Frühstück fahren wir für dich einkaufen nach Graz. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl so. Ich brauche nichts. Natürlich brauchst du was. Du kannst doch hier nicht rumlaufen, als kämst du gerade aus dem Busch. Hör nicht auf sie. Sie kommt selber aus Russland. Auch wenn sie das erfolgreich verdrängt hat. Ach. Ich bin dann weg, Amici. Das ist übrigens deine Großnichte Stella. Guten Morgen. Morgen. Ich brauche wirklich nichts. Wie du willst, meine Liebe. Das Angebot steht. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Wir haben morgen eine große Wohltätigkeitsaktion. Mein Beileid, Fräulein Stella. Möchten Sie noch etwas haben? Nein, danke. Kannten Sie meine Mutter? Ja, sie war der Sonnenschein. Wenn sie glücklich war, warum ist sie dann weggegangen? Liebe ist manchmal schlimmer als Hass. Och, sing bitte, verschon uns mit deinen indischen Weisheiten.
Sie ist gegangen, weil sie gehen wollte. So war sie, meine Schwester. Immer gemacht, was sie wollte. Ne? Ich hatte gerade die Erinnerung an sie erfolgreich verdrängt. Jetzt stehst du vor der Tür. Was habe ich dir denn getan? Nichts. Du hast mir nichts getan, Stella. Löwenthal. Nein, Herr Manesco, diese Etiketten taugen einfach nichts. Kann ja mein Neffe besser. Hm? Ja, am Montag. Der Termin war klar. Gut, danke, Mann. Hat er eigentlich eine besondere Bedeutung, der Anhänger? Jede Löwenthal-Frau erhält ein Amulett. Entweder als Taufgeschenk oder als Ehegabe. Wem hat der hier gehört? Meiner Mutter. Bis sie ihn meinem Vater vor die Füße warf, als sie ihn verließ. Diamantmin? Tja, unser Ur-Ur-Urgroßvater hat in Südafrika den Grundstein für unser Vermögen gelegt. Die Minen sind natürlich inzwischen längst stillgelegt. Jetzt haben wir dann noch die Sektkellerei, das Weingut und heitere Familienanekdoten. Sag mal, weißt du, wer das ist? Carlo Winter und meine Schwester. Carlo, der linksradikale Großkotz. Er hat mit uns zusammen in Trieste studiert. Waren die beiden zusammen? Er hat meine Schwester vergöttert. Na, man könnte schon sagen, sie waren ein Paar. Der war bei uns in Afrika. Wer war in Afrika? Kannst du nicht klopfen? Wer war in Afrika? Carlo Winter. Kurz vor Mamas Tod. Und was wollte er? Das wissen wir nicht. Wir wollten gerne mit dir über ein Angebot reden. Was für ein Angebot? Eine Art Entschädigung. Ach, du willst ihr Geld geben? Weil sie eine Gefahr für dein Erbe darstellen könnte. Wäre auch in deinem Interesse. Mein Interesse hat schon mal per Definition nichts mit deinem zu tun. Ich führe die Geschäfte. Ich will gar kein Geld. Tino! Hey! Kannst du mir den Weg zum Großvater zeigen? Klar. Komm mit. Voila, die Höhle des Löwen. Soll ich noch mit reinkommen und dich vorstellen? Geht schon. Mit Löwen kenne ich mich aus. Alles klar. Aber danach kommst du noch mit uns Badminton spielen. Okay. Sie können das Tablett wieder mitnehmen. Machen Sie die Musik etwas leiser, bitte. Ja. Das hat meine Mama immer gehört. Dann hat Ihre Mutter einen guten Geschmack. Sie können das Tablett... Ich bin lieb. Singh hat mir gar nicht gesagt, dass er jemand Neues eingestellt hat. Sie können mir ein wenig vorlesen. Tolstoi. Habe ich auf meine alten Tage für mich wiederentdeckt. Krieg und Frieden. Schon mal gelesen? Das ist fantastisch. Handelt von zwei russischen Adelsfamilien, vom Krieg, vom Sinn des Lebens, im Angesicht des Todes. Von dem, was Menschen machen und was sie nicht machen. Und ob es überhaupt eine Rolle spielt und was man tut. Ja, sie sind zu jung, um sich diesen Fragen zu stellen. Aber für mich ist es eindeutig zu spät. Aber wenn das sterbende Wesen ein Mensch ist und ein geliebter Mensch,
Dann empfindet man außer dem Entsetzen über die Vernichtung eines Lebens in der Seele einen Riss und eine Wunde, die ebenso wie eine leibliche Wunde manchmal den Tod herbeiführt, manchmal zwar wieder heilt, aber immer schmerzhaft bleibt. Es sind immer die einfachsten Ideen, die außergewöhnliche Erfolge haben. Meine ganze Idee bestand darin, wenn die lasterhaften Menschen sich zusammenschließen und dadurch eine Macht werden, so müssen die ehrenhaften Menschen dasselbe tun. Wenn uns etwas aus dem gewohnten Geleise wirft, so denken wir, alles sei verloren. Aber dabei beginnt nur etwas Neues, Gutes. Solange Leben da ist, gibt es auch Glück. Entschuldige. Der hat irgendwie gedacht, ich wäre eine neue Angestellte. Er wollte nur, dass ich ihm vorlese. Wir haben morgen unsere jährliche Charity-Auktion. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, dich allen vorzustellen. Du bräuchtest allerdings was Richtiges zum Anziehen. Viel habe ich nicht hier. Mein Mann und ich wohnen eigentlich in Wien. Nicht viel? Das könnte passen. Zu alt. Zu alt, zu alt. Das Todes. Das ist doch schön. Das hat deiner Mutter gehört. Echt? War sie glücklich in Afrika? Ja. Glaube ich zumindest. Du hast sie bestimmt sehr glücklich gemacht. Schönen guten Abend, wie schön, dass Sie da sind. Freude. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe auch ganz gut. Kommt der Jakob nicht? Er schafft vermutlich den letzten Flieger aus Brüssel. Geschichte eurer Ehe, der letzte Flieger. Ich verstehe nicht, warum du das durchgehen lässt. Das ist sein Job, Ivana. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Da freue ich mich aber, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem ganz einem besonderen Tröpferl. Chateau Monoir, Premier Grand Cru, Classé 1986. Wir steigen ein bei 100 Euro, höre ich 200, 200, Dankeschön, 300, Dankeschön, 400, vielen Dank, 500 Euro, höre ich 600, 600 Euro hier, Dankeschön, 600, höre ich 700, 700 da hinten, danke vielmals. Wir reden Geschäft. Meine Damen und Herren, es geht um guten Zweck. Schloss Löwenthal möchte alle Kinder dieser Erde glücklich machen. Das werden wir so nicht schaffen. Bitte, haben Sie ein Herz. 800 Euro, 800 Euro, danke schön. 900 Euro. Wie war dein erster Tag im Chateau? Endlich kommt es. Amüsiert man sich? 1100 Euro. Ich spreche dir alle so komisch. 1200 Euro. Manchmal verstehe ich euch überhaupt nicht. 1300 Euro, danke schön. Wir Löwenthals haben alle dieses ironische Gehen. Ist unsere Extinktion sozusagen vorprogrammiert? Oder sind wir so selbstironisch, weil wir wissen, dass wir aussterben werden? Oder ist es dasselbe? Eine erlesene Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und einem Hauchel Merlot. Haben Sie einen Geschmack? Haben Sie ein Herz? 1600 Euro? Deine Mutter hatte jedenfalls recht, abzuhauen. Das hätte sie bestimmt auch schon viel früher getan, wenn Charlotte nicht gewesen wäre. 1700 sind geboten, 1700 zum Ersten, 1700 zum Zweiten. 1800 da hinten, danke vielmals. 1800 sind geboten. 1800 zum Ersten. 1800 zum Zweiten. Und verkauft an den Herrn im weißen Schal. Danke vielmals. Waren die beiden sehr eng? Eng? Unzertrennlich. Clarisse war alles für Charlotte. Memo hat er schon seit gestern. Wann ist die Sitzung? Ach, da bin ich ja längst wieder da. Ja, ich melde mich, wenn ich zurück bin. Tschüss. Meine Damen und Herren, unsere
nächste Perle. Ein Château Lacombe, ein Grand Cru aus dem Bordeaux, Jahrgang 1988. Wer steigt ein mit 100 Euro? Der Herr hier vorne, Dankeschön. Wo sind die 200? 200, hallo, vielen Dank. 200 Euro sind geboten, 300, der Herr. Jakob. Der Herr, 400. Wen hast du denn erwartet? 500 Euro. Mein Liebhaber. Gleich 600. 600 Euro, danke vielmals. 600 Euro sind alles in Ordnung? 700, gleich 700. Ja, am besten. Meine Herrschaft, nicht vergessen, wir wollen Kinderaugen strahlen sehen. Oben nichts aber. 700, 700, Taufe war schön. Larissas Tochter ist da. Danke vielmals. 900, danke schön. Larissas Tochter? Wo sind die magischen 1000? Ja, Clarissas Tochter aus Südafrika, Stella. Sie bleibt ein paar Tage bei uns zu Gast. Und Clarissa, ich meine, ist die auch da? Clarissa ist tot, Jakob. Sie hatte einen Autounfall. Als Vorsitzender des österreichisch-italienischen Fördervereins der Partnerstädte Graz und Triest möchte ich zunächst einmal alle Anwesenden, insbesondere aber unsere italienischen Freunde begrüßen. Wie Sie wissen, ist Triest eine der wichtigsten Hafenstädte und damit Dreh- und Angelpunkt für internationalen Handel. Er ist in den Sandkasten damit gebrüstet, dass er die größten Burgen baut. Von Containern gehen dabei jährlich rund 500.000 Kisten Löwenthal, Wein und Sekt in alle Welt. Damit wird man zwar reich, aber nicht zu reich, oder? Ich meine, nicht reich genug. Inzwischen sind wir auch in Südamerika und Südafrika. Ist es nicht vielmehr so, dass sie schwarze Arbeiter in stillgelegten Minen ausbeuten und Diamanten nach Triest schmuggeln? Security! Security! Ich mach dich fertig. Guten Morgen, hast du von meinem Anwalt. Komm, danke. Okay. Schön dabei. Hey! Ich, ja? Deine Mutter soll mich anrufen. Hey, Prinzessin! Das Schuh! Guter Wurf! Ich bin übrigens der Franz. Stella, was machst du denn überhaupt hier? Aber wenn ich nicht mit dem Traktor fahre, dann fahre ich mit dem Taxi. Menschenskind, Charlotte. Jetzt rede doch mit mir. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einen handfesten Grund, irgendetwas kaputt zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe immer, was du meinst. Auch wenn ich es nicht verstehe. Genau das meine ich. Wir streiten nie, wir verhandeln nichts. Wir gehen uns aus dem Weg. Du verstehst mich und ich trinke Sekt. Manchmal verstehe ich aber auch gar nichts. Möchtest du dich gerade mit mir streiten? Ich glaube, ich möchte mich von dir trennen, Jakob. Fast 20 Jahre lang habe ich mir versucht vorzumachen, dass sie dich nichts mehr bedeutet. Heute Abend habe ich gesehen, wie gründlich ich mich geirrt habe. Jetzt verstehe ich nicht. Welchen Teil genau hast du nicht verstanden? Ich rede von meiner Schwester, Clarissa, und von dir. Du hast das gewusst und hast nichts gesagt. Ich hatte immer nur Clarissa. Und als sie weg war, hatte ich nur dich. Und für Albert war ich sowieso nur ein Dudel seines Lieblings. Jetzt weißt du, warum ich hier bin.
Das hast du gehört zu denen? Keine Ahnung. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hingehöre oder was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Wenn du willst, dann. Weißt du, die geplante Rückkehr meiner Mutter, die muss irgendwas mit diesem Carlo zu tun gehabt haben. Und Carlo scheint ja irgendwas mit illegalen Diamantminen zu tun zu haben, mit denen wiederum Konstantin Löwenthal was zu tun hat. Verstehst du das? Aber wenn du Lust aber hast, wenn jetzt dieser Carlo mein Vater wäre, dann... Mann, das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Die lügen mich an. Irgendwas verheimlichen die mir. Ich meine, die ganze... Du bist keine von denen. Gegen diesen Rudel Löwen in Afrika wahrscheinlich harmlos. Wie meinst du das? Es gibt dazu Geschichten. Vor allem über den alten Löwenthal. Ja, wie er die Leute in den Ruin getrieben haben soll und bestochen haben soll, nur... Nur damit alle nach seiner Pfeife tanzen. Ja, das werde ich ganz bestimmt nicht. Danke für die Jacke. Tut mir leid, dass die Party von diesem Penner sabotiert wurde. Du kannst dich vielleicht einmal in meine Lage versetzen und dir überlegen, was dieser Auftritt für mich heißt. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Nein, natürlich nicht. Ich soll bloß die Hände falten und die Goschen halten und zahlen. Aber woher eigentlich das Geld für all die schönen Dinge in deinem Leben kommt, das interessiert dich nicht. Das könnt ihr Falten machen. Oh nein, ich zahle ja auch noch das Botox. Den ganzen Scheiß. Ich verstehe nicht, warum du immer zum Prolet werden musst, wenn du dich aufregst. Verstehe nicht, warum du mehr und mehr wie meine Mutter klingst. Tino! Kannst nicht schlafen, Großer? Trennt ihr euch jetzt? Ach Quatsch, schau, die Mama und ich, wir streiten halt manchmal. Wie du mit deinen Brüdern. Und Geld haben wir auch bald keins mehr? Tino, wir werden immer genug haben. Dafür sorge ich. Versprochen. Und jetzt ab ins Bett. Schlaf gut. Wir werden die Lieferung nicht stoppen, aber ich fahre jetzt gleich los. Und diesen Carlo Winter kriege ich schon in den Griff. Das sind doch alles wilde Spekulationen. Wenn der Beweise hätte, hätte es noch längst in der Zeitung gestanden. Morgen hat er von unserem Anwalt eine einstweilige Verfügung auf dem Tisch. Ja, kommt morgen planmäßig 17 Uhr. Allerdings auf Dock 44 und nicht auf 21 wie sonst. Ja, gut, bis morgen. An Papis Tür. Weil ich was verstehen will. Ich verstehe die Erwachsenen nicht. Sie sagen immer irgendwas und tun dann was ganz anderes. Weißt du was? Du musst wissen, dass dein Papa dich lieb hat. Ganz egal, was passiert oder was die irgendwelche Leute über ihn sagen. Okay? Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Was ist denn?
Schicken Sie mir meinen Neffen. Er ist abgereist. Ja, dann schicken Sie mir meine Tochter. Pronto? Hallo, hier ist Stella Wagner. Stella? Wo ist deine Mutter? Sie hat einen Unfall. Sie ist tot. Stella, ich kann jetzt nicht so besprechen am Telefon. Ich melde mich wieder, ja? Nein, ich komme zu Ihnen nach Triest. Wo finde ich Sie denn? Via Rossini. Geh in die Bar, Alberta, frag nach mir. Die wissen, wo ich zu finden bin. Okay, bis dann. Hey! Na, alle Rätsel gelöst? Nein, nicht wirklich. Sag mal, wie lange braucht man nach Triest? Mit dem Traktor. 3 Tage. Nein, mit dem Taxi. Weißt du, was an dieser Geschichte dran ist? Mich interessiert eher, was mit den Minen auf sich hat. Dieser Schwachkopf. So viel Eigeninitiative traue ich ihm gar nicht zu, dass er hinter meinem Rücken wieder mit dem Diamantengeschäft anfing. Es war ein Fehler, auf ihn zu vertrauen. Macht dich die Vorstellung nicht krank, dass du uns bald nicht mehr kontrollieren kannst? Mein Leben lang habe ich versucht, diesen Mann glücklich zu machen, Sie. Wir sind bei ihm geblieben, Frau Lowenthal. Er weiß das.
Hier habe ich deine Mutter kennengelernt. In Triest. Da war sie ungefähr so alt wie du. Voller Pläne, voller Leidenschaft. Es tut mir unendlich leid. Wenn sie nicht aufgetaucht wären, dann hätte sie wahrscheinlich den Unfall überhaupt nicht gehabt. Stella, ich habe deine Mutter sehr geliebt. Aber sie sind nicht... Nein, ich bin nicht dein Vater. Was wollten Sie dann von ihr? Ihre Hilfe. Komm, ich erzähle dir was. Ich bin aufmerksam geworden, als ich für einen Artikel über die hiesigen Schmuggler recherchierte. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Das ist eine arme Geschichte. Weißt du, dieser Hafen ist wie ein riesiger Schlund, der unendlich viel verschlingt und nur wenig davon wieder ausspuckt. Von hier wird der Löwenthal Sekt und Wein in alle Welt verschifft. Die Fuhre nach Südafrika jedoch wird vom dortigen Zoll als Fehlsendung deklariert und wieder nach Triest zurückgeschickt. Und wie durch ein Wunder ist in allen Flaschen kein Sekt mehr drin, sondern Diamanten. Aus den Minen der Löwenthals, die offiziell vor 30 Jahren stillgelegt wurden. Und deshalb müssen sie die Diamanten auch nicht deklarieren, verstehst du? Weil es sie ja offiziell gar nicht gibt. Kannst du mir folgen? Haben Sie dafür Beweise? Ich habe die Arbeit in den Minen gesehen, ich habe Fotos gemacht. Aber um zu beweisen, dass sie die Diamanten hier heimlich herschaffen, brauche ich Hilfe. Jemand, der Zugang zur Familie hat. Was denn genau für Beweise? Konkrete Daten. Über Verschiffung, Eintreffen der Lieferung. Ich glaube, Konstantin hat keine Ahnung, mit wem er sich da eingelassen hat. Ich muss mir das überlegen. Ich kann das jetzt nicht einfach so entscheiden. Ich rufe sie an, okay? Ich hätte deine Mutter in Ruhe lassen sollen. Ihren Rückzug respektieren. Kann mir vielleicht endlich mal jemand sagen, warum sie sich überhaupt zurückgezogen hat? Wegen dir. Vater. Hey. Meine Mutter wollte mich nicht in Österreich zur Welt bringen. Mehr weiß er auch nicht. Ist ja gut. Mann, ich werde langsam echt wahnsinnig. Irgendjemand muss doch was wissen. Fahr mal heim. Charlotte. Ich kann mir nicht erzählen, dass sie nicht wusste, dass ihre Schwester schwanger war. Ich denke, du bist in Wien. Gelungen gedreht. Ich liebe dich. Charlotte. Ich bin bei dir geblieben. Du bist meine Frau.
Sie war schwanger, Jakob. Sie war... Was? Sie war schwanger mit Stella. Singh hat ihn gefunden. In Stellas Zimmer. Ich habe ihm was gegen die Schmerzen gegeben. Eigentlich müsste ich ihn mitnehmen, aber er weigert sich. Danke, Doktor. Auf Wiedersehen. Ich rufe Siebert an. Das ist jetzt nicht dein Ernst, und oder? Und du kümmerst dich um einen Priester. Kein Priester. Ich will keinen Priester. Wer ist das Mädchen? Das Mädchen in Clarissas Zimmer. Sie heißt Stella. Sie ist Clarissas Tochter. Klärchens Tochter. Clarissa ist tot, Papa. Sie hatte einen Unfall. Wo ist das Mädchen? Ich möchte sie hier sehen. Jetzt verwandelt sich die Kutsche gleich wieder in einen Kürbis. Was? Wir sind da. Sag mal, hast du ein Handy? Ja. Wozu? Ich werde es ihm doch sagen. Meine Rede. Pronto? Stella! Ich habe gestern Nacht Konstantin Löwenthal telefonieren gehört. Und? Er meinte, dass sie die Fuhre heute Nachmittag nicht mehr stoppen können und dass sie am Dock 44 ankommt. Wann? Heute? 17 Uhr. Bene. Stella. Danke. Und alles Gute. Ihnen auch. Danke. Weißt du, ich habe mir eine richtige Familie einfach echt anders vorgestellt. Jede Familie ist anders. Hast du eine große Familie? 4 Brüder, eine Schwester. Wow. Ja, meine Mutter hat nicht aufgegeben, bis sie die Uli gekriegt hat, aber aus der Uli haben wir auch einen Burschen gemacht. Was machst du eigentlich sonst so? Also, wenn du jetzt nicht Traktor fährst oder Taxi oder Musik machst? Nix. Traktor, Taxi, Musik, der Tag ist voll. Du willst nicht hier weg? Nein. Ich gehöre daher. Weißt du, ich hab's nicht so mit der Psychologie oder der Philosophie oder so, aber ich glaube, es ist die halbe Miete, zu wissen, wo man hingehört. Na dann. War schön, dich kennengelernt zu haben. Franz aus Eichberg. Ich auch. Stella. Aus Afrika. Danke für alles. Stella, wie lange braucht man eigentlich nach Afrika? Mit dem Traktor?
Ja, Papa, ich bin da. Gut. Geh nicht. Sie haben unsere Gastfreundschaft missbraucht, Stella. Sie sind schuld, dass mein Bruder jetzt im Sterben liegt. Wir müssen Sie bitten zu gehen. Ihre Maschine geht um 17.20 Uhr. Es kommt gleich jemand, um Sie abzuholen. Hier. Da ist ein Scheck drin. Alles Gute für Sie, Kind. Versteht mich nicht. Ich will euer Geld nicht. Ich will euch auch nicht als Familie. Ich will einfach nur wissen, wer mein Vater ist und was es mit diesen Minen auf sich hat. Ich will die Wahrheit. Was ist los? Gut, dass du kommst, Lorenz. Albert stirbt. Und Stella soll so lange draußen warten, oder was? Vielleicht möchte sie ihrem Großvater wenigstens auf Wiedersehen sagen. Und spar dir deine Tränen, Mutter. Die glaubt dir eh keiner. Ich bin Jakob. Charlottes Mann. Stella. Charlottes Nichte. Ich weiß, wer du bist. Kannten Sie meine Mutter? Du, bitte. Kanntest du meine Mutter? Ja, ich kannte deine Mutter. Ich bin dein Vater, Stella. Ich weiß es auch erst seit kurzem. Wusstest du das? Albert hat versucht, Clarissa zu einer Abtreibung zu zwingen. Ich habe den Streit zufällig gehört. Ich wünschte, ich wäre überhaupt nicht hierher gekommen. Nein, Stella, das ist gut, dass du da bist. Bitte, für uns alle. Albert möchte dich sehen. Das von ihr verlangen. Ich konnte. Aber ich konnte auch nicht anders. Nicht. Gehst du nicht mit in die Kirche? Ich gehöre da nicht hin. Heute Nachmittag geht mein Flug nach Hause. Soll ich
dich zum Flughafen bringen? Okay. Geht schon. Bitte. Irgendwie bist du so gar nicht ihr Typ. Nein. Nein, das war ich nie. Auf Wiedersehen. Mach's gut.